Okay, was wir hier sehen, ist der Autobot. Das ist ein Prototyp eines autonomen Transportsystems, der für die Firma Bosch quasi hier an der TH Nürnberg entwickelt wird. Und was kann der? Der Autobot soll später mal die Fertigung in Nürnberg, also in der Fertigung den Warenfluss automatisieren. Und zwar soll der so Rollstapel, wie man sie da sieht, im Supermarkt soll der quasi autonom aufheben, anheben und dann zu den Maschinen transportieren. Und wie kommt man auf die Idee, sowas zu bauen? Oh, schwere Frage. Ich glaube, es war Hunger, ein paar Bierchen, philosophiert, was machen wir? Und dann kommt man natürlich auf solche Schnapsideen bei ein paar Schnäpschen. Das ist unser Abschlussprojekt und wir dachten uns, wir müssen ja irgendwas machen, was wir dann auch danach nutzen können. Und der ist völlig autark, also kann man auch am See verwenden, ohne Netzanschluss, haben wir zwei dicke Batterien mit Smartphone-App steuerbar und der ganze Kasten und Aufgebaute passt alles in diese Box rein, um sie eben im Auto zu transportieren. Und schmeckt das Spanferkel dann? Definitiv, ja. Dankeschön. Was ist Frankenfreifunk? Frankenfreifunk. Wir haben ein freies Netz, ein freies Netzwerk, wo jeder verwenden kann. Es ist ein freies Netz, es ist unzensiert und dezentral. Es arbeiten mehrere Personen an diesem Netz gemeinsam und jeder macht seinen Teil. Wenn einer abschaltet, läuft das Netz trotzdem weiter. Und was brauche ich, wenn ich da mitmachen will? Ein solches Gerät, einen Router. Geht ab 17 Euro los, gibt dann auch bessere Geräte, 40, 50 Euro bis 80 Euro. Und dann kann ich da mitmachen? Dann können Sie mitmachen oder Sie loggen sich jetzt hier einfach in das offene Netz, wo wir bieten, ein. Dankeschön. Das ist ein Getränkeroboter. Im Grunde funktioniert es so, dass man eben über eine App kann man den steuern, ein Getränk auswählen, dass man unten davor in Flaschen deponiert hat und es wird dann intern in den Becher abgefüllt und der wird dann oben durch so eine Öffnung, wird das sozusagen hochgefahren und den kann man dann entnehmen.